Es ist Dienstag, der 9. August 2022. Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz wieder gesunken. Verzögerung, Netewindebrücke kommt später. Und Highlight, Brandenburger Wassermusiken stehen an. Damit hallo und herzlich willkommen zum SKB-Journal. Lassen Sie uns zu Beginn gleich einen Blick auf die Inzidenzzahlen der Havelstadt werfen. Laut RKI liegt diese mit Stand vom Dienstag bei 237,4. Im Vergleich zum Vortag gab es 52 Neuinfektionen. In den letzten 7 Tagen gab es 171 Neuinfektionen. Zurzeit sind Baustoffe Mangelware. Ein Bekannter sagte neulich zu mir scherzhaft, das sei schlimmer als zu DDR-Zeiten. Das stimmt natürlich so nicht, aber Holz ist in der Tat schwer zu bekommen und das verzögert nun auch die Fertigstellung der Netewindebrücke. Erst Ende August, Anfang September kann sie aufgrund der verzögerten Holzlieferungen fertiggestellt werden. Die Holzbinder wurden erst Ende Juni im Werk der Firma Schmees und Lühn in Fresenburg zur Weiterverarbeitung angeliefert. Im Werk erfolgt nun die Teilmontage und die Vorbereitung für den Transport nach Brandenburg an der Havel. Ab dem 15. August werden die Sanierung der Betonwiderlager durch eine Spezialfirma und im Anschluss der Einbau neuer Elastomerlager als Brückenauflager vorgenommen. Gleichzeitig werden auch die landseitig vorhandenen Holzgeländer neu gestrichen. Anfang der 34. Kalenderwoche ist die Lieferung der Brückenteile zum Stadthafen vorgesehen. Von dort erfolgt der Transport mittels Schiff zur Baustelle. Der Brückeneinhub und die Montage dauern ca. 8 Tage. Spätestens Anfang September soll die neue Netewindebrücke wieder für alle begehbar sein, was sicherlich die Schulkinder und die Anwohner besonders freuen wird. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Es ist soweit. Der Kultursommer 2022 beginnt diese Woche am Donnerstag mit den Brandenburger Wassermusiken. Den Anfang macht Ute Freudenberg. Am Freitag gibt es dann das weltbekannte Puppenspiel Hurwinek und Spebel. Und natürlich gibt es auch wieder die Brandenburger Symphoniker an der Regattastrecke. Die Open-Air-Konzerte an der Regattastrecke sind nämlich immer ein Highlight im jährlichen Konzertkalender der Symphoniker. Überaus passend begegnen sich zu diesen Konzerten zwei Phänomene, die in der klassischen Musik immer wieder zueinander gefunden haben: Musik und Natur. Und so werden die Brandenburger Symphoniker am 13. und 14. August mit dem Programm Zauber der Klassik traumhafte Melodien erklingen lassen, die das Publikum auch nach Schottland, nach Norwegen und in unberührte Landschaften entführen wird. Die musikalische Leitung an diesem Wochenende übernimmt der Franzose Paul Mayer, der seit über 30 Jahren ein international anerkannter Dirigent und Klarinettist ist. Am Samstag wird zum traditionellen Benefizkonzert des Lions Clubs Brandenburg an der Havel eingeladen. Der Benefizkonzertabend orientiert sich in seinem Ablauf an den Vorjahren. Es wird vor dem Konzert ab 17 Uhr ein Catering mit musikalischer Untermalung angeboten. Das Konzert selbst startet um 19.30 Uhr. Kartenpreise liegen bei 42 Euro für Block A und B und bei 27 Euro für Block C. Das Nachmittagskonzert der Symphoniker am Sonntag beginnt um 16 Uhr. Kartenpreise hier 32 Euro, ermäßigt 26 für Block A und B,
und für Block C27 ermäßigt 21 Euro. Die Karten gibt es natürlich an der Theaterkasse und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wir schauen jetzt aber erstmal auf das Wetter. Und der SKB-3-Tagestrend verspricht uns Sonne pur am Mittwoch mit 29 Grad. Am Donnerstag wird die 30-Grad-Marke geknackt, 31 Grad und auch am Freitag ebenfalls 31 Grad. Tja, es werden also wunderbare Sommerabende und das nicht nur an der Regatta-Strecke. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Dienstag. Ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie es gut.